So. Was machen wir denn hier? Oh, ich kann was upgraden hier, den König. OBS habt jetzt eine so Sache. Eigentlich gar nicht. OBS habt jetzt einen mega cool. Aber wenn du so viele Plugins wie ich hast in OBS und OBS zusammen mit 1, 2, 3, 4 Programmen arbeitet, die nichts mit OBS an sich zu tun haben, aber es sind noch 4 Programme, die irgendwie mit OBS kommunizieren, dann bist du da vorsichtig. Jetzt höre ich nicht auf. Ich gewinne wieder an Charme. Es sind sogar 5 Programme. Meine Güte, ich werde immer stärker. 6. Oh mein Gott, es werden immer mehr Programme, die mit OBS kommunizieren. Wir fallen gerade immer mehr ein. Wieso kann ich auf einmal... Habe ich nicht geguckt letztes Mal, ob ich Sachen updaten kann? Kriegt man irgendwie auf Zeit neue Items? Ich bin mir sicher, als ich aufgehört habe letztes Mal, war da nichts mehr. So. Wir machen, um reinzukommen, erstmal noch andere Sachen. So. Bisschen leise. Koga-Sprecher erinnert mich auch so an eine Mischung aus Dagobert Duck, des neuen DuckTales Reboot und Sherlock Holmes aus Lady Layton. Kann sein. Aber Deutschland hat ja gefühlt eh nur 10 Sprecher, also passt das ja. Also gefühlt gibt es echt nur 10 Sprecher in Deutschland. So, was geht? Ich mag die Musik. Wie geht dieses Spiel? Ich kann nur noch Demon's Souls. Kann ich parieren? Wie geht das? Denk an die Fersen bei den Großen. Boah, denen, ne? Am Anfang gar nichts gerissen bei dem und dann so ein Try, wo ich so mega weit komme und dann sterbe ich so dumm. Egal. Kriegen wir noch hin. Siege Eismoblins. Warum ist die Musik so glücklich? Achso, er ist umgefallen. Ich dachte, er haut zu. Wie er mich nicht getroffen hat. Ich dachte echt, er trifft mich noch. Mit seinem doofen Wurf. Ausweichen wird immer besser bei mir.
Bei den Moblins zumindest. Sind auch die Gegner, die man am meisten hat, irgendwie. Mit denen haben sie echt nicht gespart. Huch, hier ist ein Baum umgefallen. Okay. Au. Gerade auch gesagt, dass ich gut ausweichen kann mittlerweile. Und dann sowas. Back at it again with the schlecht game. Was ist das für ein Dreckspiel? Spiel lieber Among Us. Alter, Betrayer, jo, Beste. Man spielt's immer Fortnite. Gibt's hier 50 Kisten? Achso, weil ich die besiegt habe. Lustig. Ne, für neue Fortnite-Streamer. Darkrai! Es gibt den nicht mehr! Du kannst ihn nicht benutzen! Die müssen erst Ersatz finden! Weil sie den entfernt haben, Darkrai. Wieso hat sie gehypt? Seit heute, Darkrai. Dennis, hast du was gemacht? Hype? Warum? Heute ist der ziemlich genau. Eben, das würde ich sehen, deswegen hat mich das verwirrt. Heute, ich glaube, die lernt meine Stimme. Ich muss sie neu einstellen. Muss da, glaube ich, ein bisschen nachkalibrieren. Ey, gestern hat die ganze Zeit funktioniert. Heute direkt zwei Misses. Ah, hier eine Fee, hallo. Wie unartig. Wie unartig. Ein kleines Geschenk. Die werden Ersatz finden, Darkrai. Gibt auf Twitter schon coole Lösungen dafür, aber Twitch wird keine davon machen. Hab schon. Na, die Feen sind da unheimlich. Fand ich in Breath of the Wild schon creepy. Die sind so sexualisiert, die Feen. Aua, die tut weh. Warte, ich zünd sie an. Ah, ne, kann ich nicht. Ich friere sie ein. Ja, ja. Mein Twitch natürlich, aber ob Twitch das dann auch macht.
Twitch mit Fans zusammen. LOL. Wie unartig kann man eine Fee zu verprügeln? Vielleicht steht sie drauf. Vielleicht steht sie auf unartige Jungs. So, ich glaube, ich muss alle Feen auch besiegen. Dann können wir die als Charakter freispielen, Chat. Dann sind wir unartig. Muss mal gucken, wo die alle sind. Ah, Moment, wo waren denn die ganzen Feen? Die war doch jetzt auch da, wo die Feenquelle war, ne? Unten links war eine. Irgendwo hier war eine Feenquelle. Da ist eine. Weiß ich nicht, Darkrai. Jetzt bekommst du Prime. Klingt wie eine Drohung. Das hat gesessen jetzt. Danke, Darkrai. Vielen Dank für 2 Monate. Hi. Wieso macht Patschi es nicht? Patschi ist nicht an. Moment. Wieso ist Patschi nicht an? Habe ich vergessen. Ich will Pachigami eingeben. Ja. Pachi war doch an? Nee. Der Chatbot ist nicht an. Moment, er lädt. Er braucht mal ein bisschen. Hat um 18.47 Uhr Hallo gesagt. Das war, das ist nicht Patschi, Dennis. Ich muss dich enttäuschen. Das ist, Twitch Nano Leaves in Disguise. Der heißt auch Patschi. Es ist aber nicht Patschi. Also es ist auch Patschi, weil Twitch Nano Leaves postet über den Account von... über den Twitch-Account von Patschi diesen Command, aber Patschi schläft noch, wenn der kommt. Jetzt ist er an. Wieso ist Pachigami eigentlich blau? Den muss ich mal ändern. Das geht ja gar nicht. Ja, der hat keine festgelegte Farbe, deswegen ist er bei mir gerade blau. Das geht gar nicht. So, jetzt sollen wir der Fee Rubine bringen. Und gleich verprügeln wir die Fee, oder was? Das ist ja ein Service hier. Meine neue Brille heute bekommen. Crazy. Bin ehrlich gesagt froh, dass ich keine Brille brauche. Schon alleine wegen den Kosten.
Und jetzt, wo du wieder was siehst, wunderst du dich, warum du hier bist? Genau. Wer spricht da? Die Nefi jetzt ein HD und das ist kein schönes Erlebnis. Dabei habe ich mich gereinigt und rasiert. Also getrimmt. Vom Rasieren sieht man nicht viel. Er ist kürzer. Das sieht man echt nicht. Ich spüre es. Es reicht. Nice. Schön hochgewirbelt. Gib mir 500 Rubine, los. Ey, verpiss dich. Jeder Bandit verliert auch nur einen Rubin hier. Außer die Offiziere, die verlieren wenigstens 50. Gott! Deswegen hat man so viel Zeit, weil das ewig dauert, die zu holen. Brauch mehr Offiziere. Gebt mir euer Geld. Also die da. Ihr nicht, ihr habt schon. Einige von euch. Gehen auch Gutscheinkarten? Ja, klar. Ich warum soll das Geld haben? Subs, Bits oder Cash? Subs sind kleine Scheine. Wieso, Dennis? Hast du heute einen Haufen Gutscheinkarten bekommen? Meine Schwester ist ausgerade, hat mit 200 Euro Steam-Guthaben geschenkt. Der ist doch nice. 200 Euro? Boah. Ey, das sind 4 Fullpreistitel, wenn du es so siehst, ne? Das ist schon geil. Oder sehr viele Indie-Games.
reicht für die nächsten 2 Wochen. Wie viele Spiele kaufst du denn? Ich wollte mein A eigentlich gar nicht dafür verschwenden. Verdammt. Aber hey, ich kenne das. Aber wenn du das Geld hast, Dennis, das Problem ist, du kaufst schneller Spiele. Weil du hast es ja. So, weißt du? Also es gibt 2 Situationen. Entweder denkst du dir, ah nee, ich warte noch und ich, das ist, ne, dann spare ich lieber woanders. Oder du haust voll auf die Kacke und holst jeden Scheiß. Aber ey, auf Steam kriegst du 200 Euro easy weg. So ist nicht. Und das Geld wird ja nicht schlecht. Sieh's mal so, Dennis. Selbst wenn du nächstes Jahr erst ein Spiel davon kaufst. Trotzdem geiles Geschenk. Ein Rubin noch. Danke. So. Oh nein. Okay. Dann übergebt sie mir. Hä? Hey, Lars. Hey, Tera. Los. Und dieses Gefühl, dieses warme Gefühl in meinem Inneren. Oh Gott, diese Feen sind echt too sexual, Mann. Ich bringe es zu Ende. Und los geht's. Das könnte laut werden. Alter, und die Feen sind echt ätzend zu bekämpfen. Habe ich Feuer? Nein, aber Eis. Komm. Ohne Meisteraxt. Schlimmer als die paar Polygone aus OOT. Die Polygone aus OOT waren nicht sexualized. Das war das, was sie darstellen konnten. Brüste gingen nicht anders. Hier haben sie aber auch noch die Voice und Texte sexualisiert. Tomb Raider hatte nicht ohne Grund auch dreieckige Brüste. Es ging nicht anders. Rundungen existierten nicht. Ah, da oben ist was aufgeploppt. Okay. Das nächste Fee. Genau. Ja, habe ich. Sehe die alte Lara kommen. Ja, meine ich ja, genau. Und wir können alle froh sein, dass wir aus diesem Grafikzeitalter raus sind.
Diese 3D-Zeit war eine anstrengende Zeit. Siehe Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ist ein großartiges Spiel, aber optisch kannst du dir das nicht mehr geben. Also, ich schon, weil ich ein Riesenfan von dem Spiel bin. Aber du kannst keinem heutzutage Final Fantasy VII vorstellen, das alte, und sagen, hier, guck mal, das ist cool. Die zeigen Vogel. Hey, Reidak. Die 3D-Spiele aus der damaligen Zeit, PS1. Nicht alle PS1-Spiele sind gut gealtert. Viele, aber nicht alle. Alle so 3D-Spiele. PS1, N64 sind teilweise nur die Mario-Spiele gut gealtert. Das mache ich auch ohne den alten Grafikstil. Ja, okay, wenn das Spiel nicht magst, kannst du nichts machen. Hallo, Kapi. Aber N64 sind nur die... Meistens die Mario-Spiele, ne? Sehen wir mal von so Spielen wie Banjo-Kazooie oder Conker ab. Die sind auch gut gealtert. Aber da gibt es auch viele Sachen, die kannst du dir heute nicht mehr geben. Alte Shooter von damals oder so. Geht gar nicht. Ach, falscher Knopf. Egal. Ja, ja, den Polygon-Ziel bei Final Fantasy VII, den kannst du heute keinen mehr zumuten. Nur Hardcore-Fans. Du kannst keinem zeigen, der das Spiel nicht kennt und sagen, das ist ein gutes Spiel. Derjenige, der würde schon dem Spiel keine Chance geben wegen der Grafik. Weil das sieht echt anstrengend aus. Es ist schade, dass sie mit dem Remake das Original nicht ganz getroffen haben. Oder mit Absicht nicht getroffen haben. Aber... das Remake ist optisch schon schöner, das muss man gestehen. Da sind andere RPGs von früher besser gealtert, von der PlayStation 1 zum Beispiel Star Ocean. Star Ocean The Second, Star Ocean 2 oder so ist das. Das hat halt so eine Optik wie. Octopath Traveler. Nicht so krass wie Octopath Traveler, aber es geht in den gleichen Pixel-Stil. Sowas ist besser gealtert. Ich bin auch durch Final Fantasy VII in die Final Fantasy Reihe gekommen. Deswegen mag ich Final Fantasy VII, weil das war mein allererstes Final Fantasy. Dafür habe ich dann Final Fantasy VI oder so nicht angepackt, weil ich, weiß nicht. Final Fantasy stelle ich mir halt nicht so vor. Deswegen konnte ich damit nie was anfangen. Durch Final Fantasy bin ich auch auf die... Also ich habe wirklich jahrelang fast nur RPGs gespielt. Mein Bruder ist in die Shooter-Richtung gegangen früher, als wir jünger waren. Er war jünger als ich und hat trotzdem Shooter gespielt. Mein Bruder hat erwachsenere Spiele gespielt als ich. Er war immer so Shooter und Strategiespiele. Und ich habe JRPGs. Final Fantasy. Irgendwann bin ich auf The Legend of Dragoon gekommen. Großartiges Spiel. Leider habe ich damals... Ey, ich bereue das heute so, ne? Ich hatte das Original, weil
jetzt kommt der Grund, warum ich das Original hatte. PlayStation 1 war ja so eine Phase mit, da war ja viel so, da gab es Spiele mal öfter gratis, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ich habe verloren, weil die Zeit, okay, ich habe nicht aufgepasst. Da gab es Spiele ja öfter mal ein bisschen gratis. So. Also, vielleicht war die PlayStation auch nicht mehr ganz original und dann waren die Spiele halt manchmal gratis. Und The Legend of Dragoon ging halt gratis nicht. Und dann habe ich mir das Original gekauft. Und ich habe das leider irgendwann für viel Geld verkauft, aber heute ist das noch mehr wert. Scheiße, ey. Das regt mich so auf. Das ist so viel wert heute. Ja, war ein komischer Glitch auf der PlayStation. Gut. Irgendwie konnte man da alle CDs einlegen und das Spiel war gratis. Ich weiß nicht. Ging aber irgendwie nur auf der PS1 bei mir. Weiß auch nicht. PS2 konnte das nicht mehr. Den gleichen Glitch hatte ich dann bei der PSP. Das war auch ganz komisch. Da hat ein Kollege irgendwie einen anderen Akku eingelegt und dann konnte ich da auf einmal... Ja, war ganz komisch. Auf einmal gingen Nintendo-Spiele da drauf. Oh, die Wii... Ja, stimmt. Bei der Wii hatte ich den Glitch auch. Das ist so... Ich muss aber gestehen, nach der Wii hatte ich nie wieder eine Konsole irgendwie gecrackt oder so für Gratis-Spiele. Nie wieder. Seitdem bin ich voll original und mach sowas nicht mehr. Seit ich Keymailer benutze, mache ich sowas nicht mehr. Richtig, seit ich YouTube mache, bekomme ich die Spieler eh gratis. Deswegen mache ich das nicht mehr. Also seit ich es geschafft habe bei Nintendo. Ne? Seitdem ich den Pikmin 3 Durchbruch hatte bei Nintendo. Bei der PS2 haben wir, mein Bruder und ich, uns immer mal wieder mit der CD vertan. Da mussten wir dann das CD-Fach manuell entsperren und die richtige CD anlegen, damit das Spiel dann ging. War das bei der PS2 so? Das klingt anstrengend, aber wenn es so war. Wenn ich deinen Satz jetzt richtig verstehe. War auch ein Glitch, oder? Glitch. Mein 3DS gehackt und meine Switch, aber nur um die Spiele zu editieren und sowas. Ja, hacken, also Homebrew drauf machen, ist ja nicht gleich, dass du illegale Spiele, also deine Spiele auf einmal gratis sind. Ich sag nicht illegal, die Spiele sind dann einfach komischerweise gratis. Mein 3DS war auch gehomebrewed. Aber nicht, weil ich die Spiele dann, darauf, also dann anders besorgen wollte. Sondern weil ich zum Beispiel das Monster Hunter damals, was zuerst in Japan rauskam und viel später erst in Deutschland, weil ich das spielen wollte und der 3DS hat halt Region Lock. Und damit konnte man das umgehen. Oh, der Krei. Ja, gab schon wilde Sachen. Ah, oh, fuck, die Zeit. Ich bin hier am euren Chat lesen. Ich schaffe die Mission wieder nicht, weil ich den Chat die ganze Zeit lese.
Wo ist die Schatztruhe? 3 Sekunden. Nein. Fuck. Wieder nicht geschafft. Okay, nochmal. Und jetzt konzentrieren wir uns. Also ich. Versuch's mal jetzt ab den Checkpoint, den es hier gibt. Vielleicht reicht die Zeit. Vielleicht gibt's in der Kiste 300 Rubine, wer weiß. Glaub nicht dran. Ach doch, oh mein Gott, genau 300, oh mein Gott. Sammel die Rubine, 2100 in einer Minute. Fucking kidding me, right? Jetzt sind 900 Rubine. Ich weiß, dass ich nur die Großen muss, aber ich hatte gerade kurz Panik, dass ich auch die Kleinen machen muss. Wegen der Menge. Aber dann sind die 2 Großen aufgeploppt. Was ist das? Wo kommt die Kiste? Doch, die Kleinen haben Rubine. Jeder Gegner hat einen Rubin. Drop mal halt nur grüne, dauert halt länger. Bin am Ziel, hallo. Was weiß ich, wie ihr angreift. Keine Ahnung, wie die angreift. Ah! Die stöhnt so. Pferdefee. Müsste es ja eigentlich geben, wa? Gehört ja dazu. Das war gar nicht einmal schlecht. So, jetzt habe ich alle 4 Feen verprügelt.